Servus, grüezi und hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist bei unserem neuen Projekt, bei der neuen Staffel Neubartelshagen Reloaded. Wir stehen hier vor unserem neuen Feld, damit wollen wir hier diesen neuen Spielstand beginnen und wir gehen gleich in die Vollen. Ich zeige euch mal, was wir vorhaben. Hier das Feld Nummer 10, das habe ich bereits gekauft, das gehört bereits uns und auf dem Feld Nummer 10, da steht Hafer zur Ernte bereit. Warum dieses Feld? Es ist schön groß und was ich besonders schön finde, ist hier diese kleine grüne Insel. Da werden wir herum unseren neuen Hof bauen, ungefähr hier in dieser Ecke, so stelle ich mir das vor. Auf diesem Hof wird dann auch sein ein großer Kuhstall mit für 240 Kühe und wir werden da auch eine kleine Hof-BGA haben auf diesem Hof, den wir dann da bauen werden. Ja, und das Feld selber, das ist so groß, dass wir das dann auch unterteilen werden. Wir werden also hier dann ein Feld machen und wir werden vermutlich den Rest hier auch in drei Felder unterteilen. Ich denke, dass wir hier links oben ein Grasfeld dann einrichten werden, damit wir Heu für unsere Kühe produzieren können. Ja, das also dazu. So, auf diesem Feld wollen wir also starten und zwar im Spielstand Farm Manager. Das heißt, wie ihr rechts oben schon sehen könnt, von unseren Finanzen stehen wir sehr gut da, denn wir haben alle Maschinen verkauft und alles, was an Gebäuden auf der Karte war. Und mit diesem Spielstand von 2,6 Millionen werden wir also starten. Und das erste Fahrzeug, was ich auch schon eingekauft habe, ist dieser schöne, wunderschöne Deutz-Fahr in der Warrior-Ausstattung mit entsprechendem Frontgewicht. Das Fahrzeug bringt etwas mehr als 280 PS und damit können wir auf jeden Fall loslegen. Nichtsdestoweniger fahren wir dann gleich mal in den Shop und besorgen uns noch die restlichen Fahrzeuge, die wir einkaufen wollen. Da wir ja zunächst erstmal ernten müssen, den Hafer vom Feld hier herunterbringen müssen, werden wir uns auch einen Drescher zunächst einfach nur mieten. Weil ansonsten würde der ja nur herumstehen bis zum Anfang des nächsten Jahres oder Mitte nächsten Jahres, wenn es dann die Möglichkeit gibt zu ernten. Während wir aber uns die Fahrzeuge, die wir noch brauchen, nämlich noch einen schönen großen Schlepper von Fendt, habe ich mir vorgestellt. Und natürlich dann auch die entsprechenden Geräte, um die Felder einzusehen für über den Winter. Die werden wir uns natürlich dann alle kaufen. Ja, fahren wir erstmal in den Shop und besorgen uns, was wir benötigen. Am Anfang natürlich jetzt erstmal einen Drescher, dann brauchen wir noch einen Anhänger und das Stroh, das wir dann produzieren, das werden wir zunächst mit einem Ladewagen einsammeln. Denn das Silo, das gehört uns noch, das werde ich sozusagen noch angemietet behalten, damit wir zumindest über den Winter oder bis wir unseren Hof eingerichtet und gebaut haben, auch entsprechend Stroh und den Hafer einlagern können. So, legen wir also los. Und ich dachte mir, wir mieten uns zunächst einmal den New Holland, weil der einfach den Vorteil hat, in der Kombination mit dem Schneidwerk hier, dem Superflex Trapper 45 FT, dass der sozusagen den Schneidwerkswagen integriert hat. Das macht es dann erstmal am Anfang ein bisschen einfacher. So, und das Ganze, wie gesagt, werden wir nicht kaufen, weil sonst sind die Finanzen ja relativ schnell unten. Und vor allen Dingen natürlich auch haben wir jede Menge gebundenes Kapital. Also das Fahrzeug jetzt mal für die erste Ernte wird jetzt nur gemietet für 21.930. Basismiete. Yep, ab die Post. So, dann werden wir uns noch einen Großtraktor, nämlich gleich den Fendt Vario 900. Aber erstmal in der Grundausstattung von den PS, ja 296 PS sollten uns erstmal reichen. Radgewichte machen wir dazu und das Kennzeichen werden wir entsprechend ändern. So. Okay. So. Später werden wir hier dann natürlich auch die Sensoren für die Düngung anschließen bzw. ankaufen, aber das lassen wir jetzt erstmal noch weg. Okay. 281.000, stolzer Preis, aber ich mag ihn. Gekauft. So, dann brauchen wir natürlich für den
Schlepper auch noch ein Gewicht. Dann nehmen wir dann Original Fendt. 2500 Kilo. Und somit hätten wir das auch. Dann brauchen wir noch einen Anhänger, der Drescher hat ein Volumen von 14.500, wenn ich richtig weiß. 14.500. Und wenn wir zweimal abtanken wollen, dann sollten wir natürlich einen Anhänger haben, der mindestens 30 Kubik fasst. Und da denke ich an den Brandner Power Push, der 34 Kubik hat. Und was auch ganz wichtig ist, damit wir es uns da ein bisschen einfacher tun, das ist ja kein Kipper, sondern der schiebt hinten dann praktisch das Ladegut hinten raus. Das macht es dann auch ein bisschen einfacher. Und den können wir dann später auch von der Konfiguration, wenn ich das richtig weiß, auch umstellen auf Miststreuer. Dann haben wir hier nämlich auch das schon. Okay. So, Kennzeichen auch hier. Ändern. Drei. So. Okay, auch den werden wir kaufen. So, und was wir noch brauchen am Anfang ist ein Ladewagen. Ein Ladewagen, und zwar denke ich, da werden wir uns einen von Pöttinger gönnen. PS haben wir ja genug. Der hat 46 Kubik. Na, wir nehmen eine Nummer kleiner. 40 Kubik. Das sollte so passen. Das Liermitteltank brauchen wir im Moment noch nicht, denn das Stroh wird erstmal eingelagert. So. Und die 4. Gucken wir mal kurz aufs Kennzeichen. Passt es? Es passt. Auch den werden wir uns kaufen. So, dann schauen wir mal. Ladewagen von Pöttinger. Da haben wir unseren Anhänger. Dann unseren Fendt. Den Drescher von New Holland mit Schneidwerk. Okay, bevor es losgeht, bevor wir aufs Feld fahren, schauen wir uns mal ganz kurz unsere Einstellungen, unsere Konfiguration an für dieses Projekt. Wir werden keine automatische Speicherung haben, das werde ich immer manuell machen. Und da wir ein großes Feld erstmal abzuernten haben, fangen wir mit der Zeitskalierung 0,5 an. Schwierigkeitsgrad Wirtschaft lassen wir auf normal und den Verkehr lassen wir auch an. Wir werden natürlich auch mit Season spielen, mit Schnee im Winter. Fruchtzerstörung pflügen lasse ich an. Das Einzige, was ich hier ausgeschaltet habe, sind die Lesesteine. Unkraut lassen wir auch an, weil sonst macht ja Precision Farming fast keinen Spaß. So, Schmutz machen wir erstmal auf langsam. Automatischer Motorstart ist aus. So, alles andere hier, der automatische Helfer, machen wir alles auf aus. Da werden wir dann später ein entsprechendes oder die entsprechenden Silos haben, um am Hof direkt alles laden zu können. Ja, das dazu. Dann würde ich doch sagen, legen wir los. Ne? Falsches Fahrzeug in den Drescher. Ups. Versuchen wir es von der Seite. Besser ist es. So. Motor angeworfen und jetzt fahren wir mit unserem New Holland und dem Schneidwerk erstmal auf unser Feld und werden beginnen, den Hafer abzuernten. Und den Hafer werden wir dann auch erstmal einlagern in unserem Silo, damit wir dann im Winter, ich denke im Januar oder im Dezember ist ja die beste Zeit, um den Hafer zu verkaufen, werden wir dann ja den Hafer verkaufen. So, machen wir noch die Rundumkennleuchten an. Wir fahren ja durch eine Ortschaft. So, hier drüben zum Beispiel haben wir die Bäckerei. Die hat eben im letzten Spielstand bei mir gefehlt. Das waren dann diese Dinge, die leider nicht da waren, wo sie hätten sein sollen. Deshalb gab es ja mit dem letzten Spielstand, weil ich eben keinen neuen gestartet habe, in meinem letzten Projekt die entsprechenden Probleme. Auch auf den Feldern mit den Missionen, weil ich die nicht zu Ende spielen konnte.
das Update der Map. Da sollten ja die Füllmengen erhöht gewesen sein, aber das war dann leider nicht. Und so hat es dann leider nicht geklappt, die Mission auf den großen Feldern wie auf Feld Nummer 5 dann entsprechend auch abzuarbeiten. So, am Feld angekommen. Werden wir das Schneidwerk jetzt anhängen. So, entsprechend einklappen und fürs Dreschen alles vorbereiten. Und dann werden wir hier gleich mal anfangen, links hoch zu ernten. So, ich denke, die Schwart wird noch ausgeschaltet sein. Okay, Schwart. So, jetzt. Nee. Jetzt passt es, jetzt haben wir die Schwart. Okay, das lassen wir jetzt den Helfer hier aber abarbeiten und in der Zwischenzeit werden wir den Fendt an den Start bringen. So, Gewicht dran. Okay. Und weil Grün zu Grün schön passt, bekommt der Fendt die Aufgabe des Abfahrers. Auch hier rundum kein Leuchte an. Und los geht's. Ja, wie gesagt, wir werden hier auf dieser Mission bzw. in diesem Projekt hier arbeiten mit Precision Farming. Da freue ich mich schon richtig darauf. Das macht ja das Ganze alles ein bisschen, ich sag mal, interessanter. Gespannt werde ich sein, ich nenne sie einfach mal meine Öko-Punkte, wie eben dann sich die Punkteverteilung ergibt, wenn wir das Feld Nummer 10 nämlich unterteilen. Ob das eine Rolle spielt für Precision Farming, wenn die einzelnen Teilfelder unterschiedlich bearbeitet werden, ob das beachtet wird oder wie sich da hier die Punkte verteilen. Da bin ich schon mal ein bisschen gespannt drauf. Ein Grundproblem, was man ja auch schon besprochen bzw. angedeutet wurde, ist ja, dass man ja eigentlich im Precision Farming nicht pflügen soll, weil hier die Bodenbearbeitung entsprechend diese ist und intensive ist und deshalb dann auch ja, man keine Punkte bekommt für die Bodenbearbeitung. Ja, hier soll ja die beste Vorgehensweise eigentlich sein mit einer Direktsaatmaschine, damit man eben weniger übers Feld fährt. Aber wir wissen ja, wenn wir hier auf die Karte schauen, in der Regel ist es immer so, dass ein neues Feld... es scheint so, als haben wir Glück. Wir müssen nämlich dieses Feld nicht pflügen. Im Gegensatz zum Beispiel zur 15. Ja, oder auch hier... zur 14. Also so wie es aussieht, muss man die meisten Felder überhaupt gar nicht pflügen jetzt hier am Anfang. Ja, da haben wir schon mal Glück. Das heißt, da kommen wir erstmal um das Pflügen herum und können dann später direkt, wenn wir die Felder erstellt haben und das erste Feld dann auch bewirtschaften wollen. Denn aufs erste Feld, denke ich, werden wir Raps drauf machen. Und zwei Felder werden wir erstmal Gras ansehen. Ein Feld werden wir dann noch brach liegen lassen für den September, weil da möchte ich dann Weizen drauf packen. So. Mit dem Warrior bringen wir jetzt noch den Ladewagen an den Start. Und wenn wir mit dem Ladewagen, mit dem Gespann am Feld sind, dann vermute ich auch schon mal fast, dass wir zum ersten Mal unseren Drescher abtanken können. Ja, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, was wir alles auf den Hof packen wollen. Auf jeden Fall einen großen Kuhstall für 240 Milchkühe. Und das wird uns helfen, auf jeden Fall über den Winter entsprechende Erträge zu oder Geld zu generieren. Und eine kleine Hof-BGA, die uns natürlich dann auch kontinuierlich Geld bringt.
Und ein Fermenter-Silo werde ich installieren, damit wir also nicht unbedingt darauf angewiesen sind, auf eine Durchfahrsilo oder ähnliches, um Silage herzustellen, sondern wir können dann praktisch direkt in einem Hochsilo dann zum Beispiel auch aus dem Stroh hier, den wir jetzt einsammeln, dann nämlich auch direkt, Augenblick. Aha. So, nochmal zurück. Warum kann ich jetzt... Aha, den muss man auch noch aufklappen. Okay. Jetzt kann man ablassen. Okay. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, ein Fermenter-Silo, damit wir dann zum Beispiel Stroh einlagern können und das Stroh dann kontinuierlich zu Silage verarbeiten können, dann in unsere Hof-BGA über die Winter kippen können, um dann Strom und Methangas zu verkaufen und jede Menge Gärreste auch zu bekommen, mit denen wir dann später hier unsere Felder düngen können. Ja, und während wir hier jetzt das erste Stroh schon mit unserem Warrior und dem Pöttinger hier einlagern bzw. einsammeln, kurzer Blick auf die Uhr und wir sind auch schon fast am Ende der Folge hier angelangt. Ja, das wäre es dann auch schon gewesen für den ersten Teil unseres neuen Projektes Neubartelshagen Reloaded. Und wir werden mit Precision Farming spielen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr das mit einem kleinen positiven Däumchen vielleicht euren Spaß bekunden würdet. Wäre eine feine Sache. Ich sage jedenfalls Danke an dieser Stelle. Und bis zum nächsten Mal. Euer Badenfarmer.